Grenznacht sind wir ja gestartet zum Welt-MS-Tag. Das war ein großer Erfolg, dass die Patienten da sich auch dort in der Ecke informieren können. Und dann sind wir rübergegangen in andere Städte. Letztes Jahr war ich selber hier als Gast. Und als wir dann hier waren und hier durchgeführt wurden, war das das erste Mal so, dass wir im Auto gesessen haben und die gesagt haben, boah, krass, das ist MS? Das hast du alles? Ja. Aufklärung jeglicher Art, das A und O bei dieser Erkrankung. Wir haben Flatlight mit aufgenommen, weil es uns extrem wichtig ist, dem Patienten zu zeigen, dass er nicht wehrlos ist. Sondern es geht auch darum, dass er auch selbst mitarbeiten kann. Das ist für die Psyche, für den Kopf auch wichtig. Ich benutze die App jeden Tag. Das heißt, ich tue meine MS-Symptome tracken. Ich mache mir Notizen. Ich kann eintragen, wenn ich einen Schub hätte, Medikamente eintragen, dann auch mit meinem Neurologe darüber sprechen. Und nie mehr ohne. Ich versuche immer, die Patienten im Boot zu nehmen. Die Entscheidung muss zusammen getroffen werden. Ich mache die Vorschläge. Der Patient trifft letztendlich die Entscheidung und dann erkläre ich, wie das weitergeht. Jeder Patient kann sich selbst aussuchen, wie er dann therapiert werden möchte. Man kann dann abstimmen und insbesondere die Angehörigen, die mit sind, die werfen nicht immer die gleiche Kugel ein als der Patient. Die Therapiewand finde ich eine sehr gute Lösung. Es gibt mittlerweile so viele Therapiemedikamente. Man muss sich halt im Klaren sein, ob es auch zu der jeweiligen Lebenssituation passt. Man sollte selbst in der Lage sein, seine Krankheit gut zu verstehen und mitentscheiden zu können. Wir sind mitten im Leben mit dieser Erkrankung und da steht man auch mitten im Leben. Und dann kann man es auch mitten im Leben zeigen. 2016 hat es angefangen, dass mein rechtes Bein halt schwächer geworden ist. Und da ist das größte Problem ja die Koordination. Und dieser Boden da in dem Bus spiegelt es ganz gut wider. Also diese Unsicherheit, die man dabei hat. Also ich habe das Gefühl, dass ich jeden Moment stürzen könnte. Meine Freundin, die ist MS-Patientin. Es war immer so ein bisschen ungreifbar für mich, was das genau bedeutet, wie sich das auf sie auswirkt. Und dann bin ich gerade hier vorbeigelaufen und dachte so, wow, krass. Und dann, als ich mich hier mit den Leuten unterhalten habe, einfach zu hören, dass es Menschen sind, die betroffen sind, und nicht wie ganz oft Außenstehende, das ist ganz anders, weil das eine Lebensrealität ist, die hier gezeigt wird und nicht nur ein Prospekt oder eine Information, sondern Menschen, die das jeden Tag leben und fühlen müssen. Deswegen bin ich hier, weil ich jungen Menschen vor allem Mut machen möchte, die vom Arzt heimgeschickt werden und gesagt bekommen, du bist schwer krank. Die denken teilweise, sie können keine Familie gründen und damit möchte ich einfach so ein Stück weit brechen und sagen, doch, das könnt ihr, wenn ihr das wollt, könnt ihr eigentlich alles mit dieser Krankheit tun.